Jawohl. Der war nice ungedeckt. Nein. Oh, nice. Beide auf den Arm. Auf den Arm Trooper. Nice, ich mach einfach alle kalt hier. Ich fick einfach alle auseinander. Ich nehme einfach alle auseinander. Ich fick alle auseinander. Ja gut, Yoda. Ja, Yoda. Yoda zählt nicht. Ja, moin Leute. Wird mal wieder Zeit für Full Authentic auf Jedi Enclave. Ich glaube, die Karte hatte ich euch noch gar nicht gezeigt gehabt. Irgendwie The Old Republic und irgendwie ein Stützpunkt der Jedi und die wollen uns vernichten. Oh, und wir sind ein Padawan. Okay. Ich habe auch mal die Auflösung ein bisschen runtergeschraubt, weil für den Monitor... ja, also ich habe einen kleinen Monitor und wenn du da wirklich Full HD ist, ich meine, es geht, aber das Bild ist so klein, da spiele ich lieber auf HD. Habe ich auch ein leckfreieres Bild, von dem her, das passt alles schon. Aua, fuck. Voll getroffen. Na, ich habe sogar einen erledigt. Ah, ich habe sogar drei Leben, ne? Ja, gucke mal. Mega coole Mission. Ich habe jetzt meine Stimme mal ein bisschen leiser gestellt. Das heißt, ja, ich habe wirklich den Pegel bei meinem Mischpult so laut gestellt gehabt, dass... Ach du Scheiße. Na, fuck, da bin ich stecken geblieben. Aber ich habe drei Leben, das ist cool. Der Jedi ist voll, der Padawan ist voll ultra schwach, aber wenigstens hat er ein paar Leben. Nein! Ach Mann, bist du doof, du olle Nuss. Aber entschuldigt sich, das ist okay. Er jagt mich einfach in die Luft. Ich habe wirklich gemerkt, über einen längeren Zeitraum, ich wollte natürlich das Allermöglichste aus diesem Mischpult und aus meinem Mikrofon rausholen. Hab's auch bis zum Anschlag hochgeschraubt, so dass es kurz vorm Übersteuern ist. Aber ja, es ist halt einfach viel zu laut gewesen. Jetzt ein bisschen leiser, ein bisschen mit Audio City, so ein bisschen... Ein bisschen pushen, ein bisschen die Audioqualität verbessern, dann passt das schon. Und ich kann immer noch mal ein bisschen lauter stellen. Ja. Aber jetzt zurück zum Spiel. Endlich mal wieder ein bisschen Movie Battles 2 für euch. Habe ich auch schon länger nicht mehr hochgeladen. Ich hoffe, ihr freut euch. Könnt da mal wieder eine neue Mission sehen. Die mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, doch gerade ganz gut Spaß macht. Ist ausgeglichen. Also du kriegst ganz gut Kills mit dem Padawan hier hin. Hat man ja gesehen, ne? Macht auf jeden Fall Spaß. Bin ja sowieso Fan von diesen Full Authentic Modes, weil da ist es dann wirklich ausgeglichen. Du kannst wirklich auch nur eine Klasse nehmen und die sind halt schon vorgefertigt. Du kannst das, also ja, die eine Klasse ist ein bisschen stärker als die andere. Finde ich ganz gut eigentlich. Der Padawan hatte beispielsweise drei Leben. Aber ist halt dafür nicht so stark. Und die anderen haben halt ein bisschen mehr Stärke, haben halt dafür nur ein Leben. Ist halt schon alles sehr ausgeglichen, finde ich. Ich wollte gerade sagen, 1 gegen 1 stimmt aber gar nicht. Der Sith ist noch dabei. Und der Sith ist noch dabei. Ich kann dir nochmal zeigen, was es denn hier alles gibt. Es gibt Padawan. Den behalte ich aber mal. Dann gibt es hier so einen stärkeren. Da auch so einen kleinen Meister. Yoda ist dabei. Wollen wir mal versuchen, ob wir mal Yoda spielen können. Und dann halt noch hier diese Meister, so einen alten Opa. Der ist ja auch cool. Den kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob er jetzt ausgedacht ist oder ob es den wirklich gibt. Aber ich möchte ihn ganz gerne mal spielen. Ich spiele gerne so weise Jedi. Mal gucken, wie stark der ist. Also wenn ich denn das Glück habe... Und der denn noch nicht vergeben ist, ne? Und ich habe auch
Ich möchte auch ein bisschen mehr Star Wars auf meinem Kanal bringen. Häufiger. Das tue ich ja momentan leider nicht. Alter, wie viele Jedi, wa? Das ist echt cool. Wo ist denn der? Der ist gar nicht dabei, ne? Oh Leute, seid ihr doof? Was macht ihr denn hier? Oder sind das die Gegner? Okay. Kommt, kommt, kommt. Los, los. Oh. Nee, das ist ein bisschen... Oh Gott, oh Gott. Holy shit, holy shit. Ihr wird mir ein bisschen zu voll. Jawohl, einfach mal von der Seite. Jetzt mische ich mich mal ein bisschen ein hier. Den kriegen wir noch down irgendwie. Ich bin zwar Jedi und Jedi sind nicht wirklich stark, aber vielleicht kriege ich ja irgendwie was auf die Kette. Gucken wir mal. Hinter mir ist einer. Oh. Schade, ich habe mich aber gut durchgesetzt, oder? Als Jedi. Also die Mission, die macht ja mal richtig Spaß, wirklich. Also bis jetzt meine liebste Mission, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Mit den Spielern hier drauf macht das auf jeden Fall schon Spaß. Jedi gegen Sith. Jawohl, ich habe ihn sogar erledigt. Nice. Das war, Dude, der war auch in meinem, wie heißt es? In meiner Liga, ne? Das war auch nur ein ganz normaler Sith. Ich habe mich aber durchgesetzt, ne? Ja, Wahnsinn. Ja, los. Ich helfe dir. Ich helfe dir mal ein bisschen, auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen viel Leben verloren habe. Jawoll. Aber den kriegen wir down. Hab ich schon erwähnt? Nice. Dass die Lichtschwertkämpfe in diesem Spiel einfach so geil sind. Ich könnte es wirklich... Es gibt ja Leute, die spielen das schon 10 Jahre. Schade, dass ich es erst so spät entdeckt habe. Aber, puh. Also, wenn ich in 10 Jahren immer noch Let's Playe, dann könnte ich mir doch einstellen, ich würde das Spiel immer noch spielen. Aber mit Sicherheit. Ich kenne kein besseres Star Wars Spiel, keinen besseren Star Wars Mod ohne Spaß, also. Mein Lieblingsspiel. Auch wenn ich es nicht so oft spiele. Okay, der letzte. Ich habe nur alle drei Leben. Hier war doch eben gerade nur einer. Wie viele sind wir denn noch? Okay. Und einer von den Gegnern. Nur die Frage ist jetzt, wo ist er? Ne, zwei Leben habe ich noch. Ah, der lungert hier irgendwo rum, der versteckt sich. Gucken wir mal, ob wir ihn finden. Ach du Scheiße, was war das denn jetzt? Was zur Hölle ist das? Oh! Lol, Alter. Boah, was war das denn, Alter? Ich wäre fast verreckt. Atomschläge oder was? Ey, das sah ja heftig aus. Oh, lol. Jetzt bin ich Mace Windu, okay. Auch nicht schlecht. Nee, Quatsch, ich bin der alte Sack, oder? Ich glaube sogar ja. Ja, tatsächlich. Okay, so alt ist er ja gar nicht. Sieht ein bisschen aus wie Mace Windu. Gucken wir mal, wie der ist. Ich habe natürlich jetzt nur ein Leben. Aber ich bin natürlich jetzt etwas stärker. Gucken wir mal. Ja, schießt du nur. Okay. Wie auch immer der mich jetzt zum Umkippen gebracht hat. Keine Ahnung, also... Wie bin ich gerade hingeflogen?
Was hat denn der gemacht? Verstehe nicht. Durch die Bombenexplosion? Der hat doch irgendwas gemacht. Schade, die Runde war jetzt nicht so geil. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin lame gestorben. Ich meine, ich bin hier hingeflogen und was soll ich da machen, ne? So unnötig. Ich meine, ich bin Jedi und fall einfach mal hin. Einfach so. Einfach ein bisschen lame, aber gut. Gucken wir uns mal die ganzen Jedi an. Vielleicht, wenn ich Glück habe und irgendwann nochmal der Server voll sein sollte und wieder auf Jedi Enclave spielen sollte, werde ich vielleicht, wenn ich Glück habe, mal die Sith-Seite spielen und dann gucken wir uns die mal an. Das ist wirklich geil. Jedi gegen Padawan. Zwei Padawan gegen den Sith. Quatsch, was da hab ich da? Doch, ist richtig, ne? Oh. Lauf! Oh, er alleine? Na gut, er kriegt Unterstützung. Oh, der rockt die Bude mit seinem Doppelschwert. Hammergeil. Die Kämpfe sind so cool. Das war dumm von dir. Ohne Lichtschwert rollt er sich vor den Gegner. Ja, aber tot. Die Messer sind aber auch übel. Und das schätzt man, ne? Die kann man nicht so gut abwehren, finde ich. Und die machen auch ultra Nahkampfschaden. Ja, habt ihr gesehen. Mit dem Blut und so. Einer lebt noch. Ja gut, wir gewinnen. Aber das sind doch weniger Leute. Na gut, wir wechseln mal. Ist ein bisschen unfair. 11 gegen 7. Ah, ne, gibt doch unterschiedliche. Und ich glaube, er ist mit dem Doppelschwert. Okay, die haben alle andere Stats. Ich nehme mal den hier. Wechseln wir einfach mal das Team. Komm, dann kann ich euch in dieser Folge auch gleich mal beide Teams zeigen. Bitte geben Sie auf. Voll lame, Alter. Er hat nichts gemacht. So schlecht. Oh, den wollte ich gar nicht. Oh Mann, jetzt sind natürlich alle Plätze besetzt. Egal. Dafür ist das Team jetzt ein bisschen ausgeglichener und wir gucken uns jetzt einfach mal die andere Seite an, so ein bisschen. Was habe ich denn? Nix, ne? Das ist ein ganz normaler Trooper. Eine ganz normale Einheit. Finde ich aber auch cool. Das ist so ein Druide, ne? Mit Waffe. Passt voll hier rein. Soll das auch aus World Republic sein? Ich meine, wir sind auf Dantooine, ne? Ich glaube, den gab's. Ich glaube, der war sogar aus The Old Republic. Kann das sein? Bin ich mir da jetzt tatsächlich scheiße oder? Oder stimmt das? Ich folge einfach mal meinem Kollegen. Es ist ganz schön still. Das ist viel zu still, Alter. Es ist überhaupt nichts los. Jetzt habe ich jemanden gehört oder war er das? Na, ich unterstütze ihn einfach mal. Ich meine, wir haben drei Leben. Was soll schon groß passieren? Der Fahrstuhl ist aber auch cool. Los, Kollege. Er guckt mich an. Also zu zweit sind auf jeden Fall besser dran als alleine. Haben wir höhere Chancen zu gewinnen. Weil er muss ja einen sich vorknöpfen und dann ist er ungedeckt, wenn er schlägt. Man kann der andere draufballern. Oh. Das ist natürlich auch blöd von ihm, ne? Ungedeckt.
Nein, das war total doof von mir. Ich dachte, ich kann darüber ballern, weil ich habe halt seinen Kopf gesehen, aber es hat nicht funktioniert. Schade. Wurden wir noch genutzt, aber ich habe ja noch 2 Leben. Ist halt das Gute, ne? Wenn du mehrere Leben hast, kannst du eigentlich das ganze Match überzocken. Das ist eigentlich ganz gut. I need a medic. Ja. Zack, nach unten bitte. Okay. Versuchen wir es dann noch einmal. Okay, 3 Leute leben von uns noch und den leben 2. Nimm 2. Wo sind wir denn nochmal lang gegangen? Nice. Hab ich dich, du Elender. Das ist nicht so schwer mit dem Jedi. Man unterschätzt das, weil wenn man ungedeckt ist, dann ist man tot. Also ich gebe euch einen Tipp. Schlagt wirklich erst dann... Ach so, okay. Das passiert immer, wenn nur noch eine Minute verbleibt. Ich gebe euch einen Tipp. Schlagt wirklich immer erst dann, wenn ihr auch direkt an dem Gegner dran seid, weil vorher bringt euch das nichts. Dann seid ihr ungedeckt und dann können die Imanifika auf euch draufballern. Ich habe einfach mal ein Schimpfwort. Ah, ich habe Angst, dass ich jetzt hier krepiere. Oh Gott. Ich hatte wirklich gerade Glück. Da ist er. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Es ist durch derselbe Padawan von eben. Ja. Ja, okay. So hat das gut gemacht. So hat das wirklich gut gemacht. Hat er mich ausgetrickst. Ach du Scheiße. Alle Mann in Deckung. Alter, was geht denn hier ab? Ist das krass. Das ist richtig episch. Das ist richtig cool. Also langsam müssen die mal hinne machen. Weil die Zeit ist gleich abgelaufen. Ich glaub so 2 Runden oder so spiele ich noch. Boah. Alter. 3, 2. Ah nee, die mussten fliehen, stimmt ja. Und wir haben alles bombardiert. Ah, ja, jetzt verstehe ich. Waren wir natürlich. Ach nö, ich darf immer noch nicht. Warte mal. Keine Ahnung, dann nehme ich jetzt einfach mal den oder was. Ein Ziff muss doch mal drin sein, auch wenn ich jetzt schon nicht mit dem Doppelschwert spielen kann. Hast eigentlich nie hohe Chancen, dass du mal irgendwie mal einen guten kriegst oder so. Vorsicht. Okay, hier ist jetzt noch nichts. Ich verfolge einfach mal den Meister. Aber wenn es so leckt, ich hasse es, ne? Jawohl! Der war nice und ungedeckt. Nein! Oh, nice! Beide auf den Arm. Auf den Arm Trooper. Nice! Ich mach einfach alle kalt hier. Ich fick einfach alle auseinander. Ich nehme einfach alle auseinander. Ich fick alle auseinander. Na gut, Yoda. Ja, Yoda zählt nicht. Ne? Sag ich es einfach mal. Nein, sie entkommt. Oh, schade. Das ist aber knapp gewesen, Alter. Hoho. Gut, eine Runde noch. Eine Runde. Das wird die letzte Runde sein. Ich hoffe, ich kann jetzt irgendwann ein Sith spielen oder so. Na, schade. Immer noch nicht. Naja.
Ich habe gerade ordentlich Kills gemacht, da bin ich jetzt stolz drauf. Das war echt geil. Das war cool. Also wenn du eine Waffe hast, bist du genauso gut dran eigentlich, wie wenn du eine Lichtschwert hast. Sogar ein bisschen einfacher. Wenn du gut gedeckt bist, ne? Einfach mal reinsprayen. Dahinter sind sie. Ja, aber ich glaube, die trauen sich nicht. Der hat eine viel heftigere Waffe als ich. Bombenalarm. Voll abgestaubt. Aua. Wie stauben die am Spawn von denen ab? Das ist ja auch mal nice. Easy. Ich wollte gerade. Hä? Okay. Da liegen nur Beine. Und wem sind die, bitteschön? Ich will auch mal was machen. Wir sind schon viele tot. Naja. Wenn der AFK ist, ist er selber schuld. Ich glaube, der würde nochmal spawnen, aber das lasse ich jetzt einfach mal bleiben. Hilfe, Leute, ich brauche ein bisschen Hilfe. Ah, fuck. Bullshit. Alleiner ist wirklich echt manchmal schlechte Karten. Vor allem, du musst in dem Spiel, finde ich schon, das Ziel ist nicht so schwer. Weil der Schuss auch so, also wenn du schießt und rennst, dann musst du irgendwie gucken, wo der hinfliegt. Das ist nicht so einfach alles. Ich glaube, da drüben geht es gerade ganz gut ab. Oder da oben. Wie viele leben denn noch? Immer noch zwei. Immer die zwei hier unten. Haben eine KD von 1, weißt du, aber sind die besten irgendwie. Oh, wir gehen einfach nochmal zurück zum Raumschiff. Da kannst du nichts mit falsch machen. Wobei ich mal nicht davon ausgehe, dass die jetzt irgendwie noch einen Fuß hier hinsetzen. Wir werden sich nur ordentlich Zeit lassen bei den 2 Minuten, die jetzt noch hier zu spielen sind. Soll ich mal alleine ein bisschen auf die Jagd gehen? Da drüben ist einer. Oh je, oh je. Jawohl. Leute. Hilfe! Der scheiß Pader war nicht richtig, keine Sorge. Bin ich so schnell. Okay. Immer noch ein Leben hat der, ne? Kann ich eigentlich durch diese Explosion sterben? Ja gut, dann warten wir die Zeit ab. Der wird es nicht mehr versuchen, denke ich mal. Wir sind 4 Leute. 2 Jedi. Oder 2 Sith. Ich sage mal Jedi, ne? Ich verbinde Jedi gleich mal mit Lichtschwert, deswegen. Sorry. Nö, ich warte. Ich verabschiede mich schon mal. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis jetzt meine Lieblingsfolge. Wirklich am meisten Spaß gemacht. Also, gerade da, wo ich die alle abgeschossen habe, da, das war schon Highlight. Das war schon cool. Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal.